Für Xi Jinping ist es die erste Auslandsreise seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Was sagt es aus, dass er auf dieser Reise Wladimir Putin trifft? Nach innen will er damit zeigen, dass er vor dem Parteikongress im Oktober die Lage unter Kontrolle hat. Nach außen ist es die Bestätigung der Allianz mit Russland, die vor allem ein Bündnis gegen die freie Welt und speziell die USA ist. Das erklärte Ziel ist, gemeinsam eine neue Weltordnung zu schaffen. Wie ist aktuell das Kräfteverhältnis zwischen Peking und Moskau? Das ist kein Verhältnis untergleichen. Russland braucht China. Peking bekommt Gas zu einem erheblich vergünstigten Preis. Wladimir Putin braucht Abnehmer. Im Westen kann er sein Gas nicht mehr verkaufen. Deswegen drängt er gegenüber Xi auch darauf, eine weitere Pipeline zu bauen. Russland ist im Westen geradezu geächtet. Könnte für China der Moment kommen, an dem es nicht mehr klug ist, an der Seite Moskaus zu stehen? Das ist jetzt schon ein diplomatischer Eiertanz. Auf der einen Seite sucht Xi die große Bühne, um seinen Leuten zu Hause zu zeigen, dass er mit den Mächtigen parliert. Gleichzeitig will man nicht mit einem Kriegsverlierer befreundet sein. Der chinesische Botschafter hier in den USA hat zuletzt betont, dass man die Prinzipien der UN-Charta und der internationalen Beziehungen respektiere. Das ist auch schon eine rhetorische Absetzbewegung vom russischen Angriffskrieg. Den findet die Volksrepublik grundsätzlich nicht so toll, weil die Verletzung nationaler Souveränität aus Pekings Sicht gerade im Hinblick auf Taiwan schnell zu einem Eigentor werden könnte. Peking unterhält auch weiterhin diplomatische Beziehungen zur Ukraine. Gleichzeitig übt man sich im Schulterschluss mit Moskau.